schon Maschinen an zu drehen. So, ich stehe hier jetzt neben einem Waterloo Boy 1225, das heißt 12 PS Zugleistung, 25 PS hier an der Riemenscheibe Motorleistung. Der Schlepper ist aus 1917, hat noch die Kettenlenkung, wie man hier gut sieht. Spätere Modelle ab 1920 hat dann ein Automotive Steering gehabt, das heißt ein ganz normales Lenkgetriebe, wie man es heute inzwischen schon nicht mehr, aber wie man es dann irgendwann einmal noch in 40er, 50er Jahre an sonstige Traktoren gehabt hat. Der Schlepper besitzt einen Zweizylinder Benzin-Petroleum-Motor auch. Das heißt, auf Benzin starten und dann nach einer kurzen Warmlaufphase auf Petroleum umstellen. Dann läuft er auf Petroleum. Ich würde sagen, wir lassen den Schlepper einfach mal kurz laufen, damit man auch hier hört, wie sich das Fahrzeug anhört.